Ein Staffellauf ist derzeit unterwegs, der sich kein geringeres Ziel gesetzt hat als Gießens tschechische Partnerstadt. Ins 661 Kilometer entfernte Hradec Králové laufen bzw. fahren die heimischen Läufer und Radler. Mit im Gepäck haben die Teilnehmer bunte Blumensamen und Lahnwasser, was im Ziel und unterwegs auf die Gießener Landesgartenschau aufmerksam machen soll. Los ging's am Freitag. Heute startet der Lauf nach Tschechien zur Partnerstadt von Gießen, Hradec Králové. Das ist eine Strecke, die ist 661 Kilometer lang und wird in mehreren Etappen gelaufen. Wir starten heute Freitag und kommen am Freitag nächster Woche in Hradec Králové an. Die heutige Etappe, die ist bis den Vogelsberg nach Grünstein. Verabschiedet werden wir auf dem LGS, am Landesgartenschaugelände. Und von da aus laufen alle zusammen bis Wisseck. Und ab Wisseck geht die erste Etappe bis nach Buseck. Wir sind insgesamt, glaube ich, 51 Personen, wovon ca. 40 laufen, 10 mit dem Rad fahren die ganze Strecke. Die 40 wechseln sich in Etappen ab, während die 10 Radfahrer oder 11 Radfahrer, die es sind, die ganze Strecke mit dem Rad fahren.